2, 3. Herzlich willkommen, meine lieben Filmfans und fucking Freaks, hier auf meinem Kanal bei einer weiteren Ausgabe Fucking Freaks Videothek. So, der Fucking Freak Bloody Movies hat war diesmal unser unsere Losfee, ja. Und ja, ich habe diesmal was, also mein Tauschpartner ist diesmal der Patrick, ja. Da wir ja eine ungerade Mitgliederanzahl sind, muss diesmal das Format folgendermaßen starten. Wir gehen einfach reihum, ja. Feste Paare gibt es diesmal nicht. Und ja, der Patrick ist mein Tauschpartner und ich muss dem Timo was geben. Und irgendwann schließt sich der Kreis, ja, aber ist ja auch egal. So, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr gespannt, welcher abgefuckte Film hier drin ist. Patrick sagt, absoluter Kult. Patricks Frau sagt, was ziehst du dir da für eine Scheiße rein? Ich habe keine Ahnung, ja, das ist ja auch Sinn der Sache. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ja. Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass es wieder weitergeht. Eine kleine Änderung gibt es bei diesem Format. Wir werden das nicht mehr alle gleichzeitig hochladen, sondern wahrscheinlich in der Reihenfolge hochladen, so wie wir ausgelost worden sind. Und so könnt ihr dann auch bei den anderen vorbeischauen, was die bekommen haben, ja. Und ansonsten bleibt alles beim Alten. Ich pack's aus. Ich weiß nicht, was es ist. Werde ihn dann reviewen. Punkte vergeben von bis 5. Tolles Deutsch. Und das war's, ja. So. Das ist hier unsere Hülle, falls ich... Ich glaube, ich habe die noch gar nicht gezeigt. Ne? Beim letzten Mal musste ich, ja, sag ich mal, passen. Ja, das ist jetzt immer unsere Hülle, ja. Die haben wir unter Abstimmung quasi neu gemacht. Und ja, nochmal für uns selber, weil wir alle alte Herren sind, ja, haben wir hier nochmal die Regeln für uns selber aufgestellt und einfach mal eine Freigabe ab 18 draufgehauen. Ich find's geil. So, dann gucken wir mal. 1, 2, 3. Ach du Scheiße. Also erstmal, Patrick, du bist der Hammer, ja? Ich hab's mir schon fast denken können. Ich hab den ersten Teil tatsächlich mal angefangen. Der lief mal auf Prime. Also. Flash Gordon Teil 1 und 2. Ja, nicht der Flash, der... sondern der Fleisch Gordon quasi. Und mit diesem netten Vermerk. Nur Teil 2, du Penner. Teil 1 ist scheiße. Okay, mach ich. Dann hat er mir noch ein paar Goodies reingetan. Es endet, ja. Ein Fisto-Schwert, was ein Kondom zerstochen hat. Und eine durchgekauerte He-Man-Axt, die auch. Ist das noch safe? Ja. Ich liebe dich. So, und dann noch hier schön mit den Stickern. Leck mich am Arsch, ja. Ja, dann wird es also bei mir Flash Gordon Teil 2. Ja, ist auf jeden Fall mega abgefahren. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Und ja, dann würde ich mal sagen, ab in den Player damit, ja. Bis später. Ich hoffe, es geht nur 90 Minuten oder weniger. Mal schauen. Tschüss. Puh.
Danke, Patrick. Inhaltsangabe. Flash Gordon ist zurück. Inzwischen ist der Superheld ein Filmstar und beschützt ganz nebenbei attraktive Frauen vor notgeilen Monstern aus dem All. Aber dann wird er plötzlich von drei leicht bekleideten Damen in einem Krankenwagen entführt. Natürlich. Und zufälligerweise sind sie auch verkleidet als Cheerleader. Es erwartet ihn die unglaublichste Krise der Welt, galaktische Impotenz. Was sonst? Der Super-Duper-Held der Superhelden nimmt den Kampf auf und will das Aussterben der menschlichen Rasse verhindern. Er trifft auf furzende Arschteroiden, überquert die Brustberge zum Land des massiven Penetrators, trifft auf kosmische Cheerleader, na, wie eben erwähnt, die Baby People im G-Punkt-Café, Queen Frigid, die Cold Bitches, Master Bata und, oder Master Beta und mehr. Die Zeit läuft ihm davon. Ist unser Held den Herausforderungen gewachsen? Ja, mehr ist auch zu Flash Gordon 2, die Schande der Galaxis, nicht zu sagen. Ja? Wenn man sich auf so einen Film einlässt, ja, der nimmt sich zur keiner Minute ernst. Ja? Das ist alles mit einem Augenzwinkern natürlich zu bewundern. Ihr habt die ganzen Einspieler gesehen, ja, also allein wie die Raumschiffe aussehen, ja, diese phallusartigen Raumschiffe, ja, diese verchromten, überall sind Penisse, überall sind Brüste, überall, fast jeder ist nackt, ja, also meistens natürlich die Frauen, Overacting pur, das ist wie Troma, müsst ihr euch das vorstellen. Nur mit halt, dass alles in die schmutzige Ecke geht, sag ich mal, ja. Also von daher, mir bleibt da nicht viel zu erklären, außer diese kleine Inhaltsangabe. Es ist halt wirklich nur das, ja. Am Anfang wird halt gezeigt, wie, ja, Flash Gordon da im All gegen, ja, so eine Art, Monster kämpft oder was sein Raumschiff da angreift und seine weiblichen Kameradin, wollte ich schon sagen, seine weiblichen Flugbegleiter, sage ich jetzt mal, die werden dann da von dem Monster irgendwie angegriffen und alles immer so, oh, kann ich dir helfen? Und ja, und dann stellte sich halt heraus, dass es halt ein Dreh ist, ja. Und ja, dann wird sich irgendwie mit dem Regisseur verkracht und Flash Gordon wird halt, ja, gefeuert, geht aus dem Studio raus und wird von seiner Freundin angefahren, was auch schon total übertrieben ist, ja. Du hast halt gesehen, wie so eine Puppe einfach nur in die Luft geworfen wird und dann kommt halt, wie auch eben kurz erwähnt, kommt ein Krankenwagen um die Ecke, die halt aussehen, die sehen halt aus wie Cheerleaderinnen, verfrachten den. Der Wagen fährt einfach nur um die Ecke und zack, sind sie schon mit dem Raumschiff weg. Ja, das ist alles so. Das ist so alles. Der Film ist von Anfang bis Ende, der hat nur What the fuck-Momente, ja. Also. Wie gesagt, die bewegten Bilder haben für sich gesprochen. Ja. Das einzige Manko, was der Film hat, er hätte ein bisschen kürzer sein können. Ja. Der geht sowieso schon nicht so lange, aber am Ende zieht er sich doch ein bisschen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist wiederum ein bisschen schade. Er flacht auch am Ende ein bisschen ab, wie gesagt, durch diese Länge halt. Aber ja, was man dem Film auf jeden Fall zugute heißen muss, wirklich, ja, also wirklich muss, trotzdem, wie ja schon eben gesagt worden ist von mir, er nimmt sich zu keiner Sekunde ernst, hat er am Anfang und am Abspann auch leider nur einen richtig geilen Soundtrack, sage ich jetzt mal, ja, also das sind richtig geile Songs auf jeden Fall. Die deutsche Synchro ist mehr als gelungen. Das sind alles mal Synchronstimmen, die man mal gehört hat, definitiv. Ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, wäre die Synchro auch noch extrem billig, dann wäre der Film richtig den Bach runtergegangen, glaube ich, und käme nicht so gut rüber. Ja?
Des Weiteren finde ich die Kostüme, die Stop-Motion-Sachen, das ist alles trotzdem sehr, sehr gut gelungen. Also das ist wirklich Liebe ins Detail. Und ich habe auch kurz nachgelesen, dass wirklich 1,5 Millionen Dollar in den Film gesteckt worden ist tatsächlich. Und also der Film ist jetzt von 1990. Der erste Teil ist von, glaube ich, von 1972. Ist natürlich eine mega Zeitspanne auf jeden Fall. Aber irgendwie, ja, man hat so irgendwie gemerkt, dem Regisseur war das doch irgendwie ein großes Bedürfnis, da irgendwie noch einen zweiten Teil irgendwie rauszuhauen. Wie gesagt, gerade Anfang der 90er, da würden sich wahrscheinlich welche denken, da hätte man die Raumschiff-Szenen und so weiter, hätte man bestimmt irgendwie anders machen können. Aber es ist ja ein Sex-Klamauk auf Flash Gordon speziell. Und so wie das da in diesem Film aussieht, so sah es halt auch damals in den alten Flash Gordon-Filmen aus. Ja, da wurden halt kleine nachgebaute Modellraumschiffe an seidenen Fäden aufgehangen und ja. Und das wurde hier einfach perfekt umgesetzt. Ja, also wäre das ein ernster Film, wäre es ein richtig geiles, wie so eine Art Remake. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist, man muss auf jeden Fall auch ein kleines trashiges Herz dafür haben. Und wie gesagt, es geht halt in dem Film echt nur immer um das eine. Es ist auf Dauer halt auch ein bisschen anstrengend. Nichtsdestotrotz vergebe ich persönlich, ja, weil ich sowas vorher noch nie gesehen habe. Ich habe auch an einigen Stellen wirklich gelacht, an einigen Stellen habe ich auch ein bisschen die Augen verdreht. Vergebe ich gut gemeinte, was nehmen wir denn da, 3 von 5 Penissen, ja? Also von daher, es ist auf jeden Fall mal eine Sichtung wert, wenn ihr Bock habt, euch zu betrinken, wenn ihr euch anders irgendwie in Vollrausch verpassen wollt, dann macht auf jeden Fall Flash Gordon 2 in den Player und ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. An dieser Stelle vielen Dank, Patrick. Ja, das ist auch quasi der Ursprungsfilm, warum Patrick, der Filmangler, so ist, wie er ist. Ja, guckt euch einfach Flash Gordon 2 an. Naja, das soll es auf jeden Fall von meiner Seite aus gewesen sein. In 2 Tagen kommt ein neues Video, und zwar auf dem Kanal von der Hessensammler vom Timo, weil ich habe dem Timo nämlich einen Film zukommen lassen. Und wie gesagt, ungefähr in 2 Tagen müsste das online gehen, und gerne auch bei ihm vorbeischauen. Und er leitet euch dann wieder an den nächsten Austauschpartner quasi. Und ja, das soll es gewesen sein von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und gerne eure Meinung zu dem Film unten in die Kommentare, wenn ihr sowas kennt oder ihn schon gesehen habt. Ja, mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.